Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute was ganz Besonderes für mich, denn es gibt ein neues Lightroom-Videotraining. Und zwar genauer gesagt Lightroom einfach und schnell lernen Teil 2 für Fortgeschrittene. Ich habe ja schon ein Lightroom-Videotraining draußen, wo es um das gesamte Programm geht, wie man es kennenlernt, wie man die ganzen Befehle und so weiter ausführen kann in dem Programm. Und jetzt gibt es endlich eine Fortsetzung davon. Und ich habe gesagt, das Ganze ist für Fortgeschrittene. Das heißt, wenn du schon mit Lightroom gearbeitet hast, wenn du dich in dem Programm schon auskennst, dann ist dieses Videotraining jetzt genau das Richtige für dich, denn es ist die direkte Fortsetzung von dem ersten Teil. Wir werden also alle Funktionen vorstellen, die es neu in Lightroom gibt, seitdem das letzte Videotraining rausgekommen ist. Aber dann geht es auch um die fortgeschrittenen Techniken in Lightroom. Da habe ich viele verschiedene Videos aufgenommen mit Tipps und Tricks, wie du deinen Workflow verbessern kannst, wie du schneller werden kannst, wie aber auch bestimmte Sachen in Lightroom funktionieren, die man vielleicht so auf YouTube gar nicht unbedingt findet. Und da habe ich wirklich eine ganze Menge Zeit und Mühe investiert, um dieses Videotraining für dich aufzunehmen. Ich hoffe, es gefällt dir. Du kannst gerne auf meinem Online-Store vorbeischauen und da reinklicken und dir das Videotraining ziehen. Insgesamt 2,5 Stunden Videolaufzeit und das Ganze für 30 Euro. Also ich denke mal, das ist ein sehr, sehr guter Preis. Und wie gesagt, wenn du Bock drauf hast, schau einfach mal auf meinem Online-Store vorbei. Jetzt gibt es aber auch noch ein Video zum Thema Lightroom. Und zwar geht es diesmal um die Mitteltöne. Und zwar, wie kann ich guten Kontrast in den Mitteltönen aufbauen und das in Lightroom und nicht in Photoshop. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns am Ende nochmal wieder. Ich habe mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht, was ich in New York geschossen habe, von einer Perspektive, die jetzt noch nicht so ganz bekannt ist, ich sie aber sehr mag, denn wir haben sowohl die Freiheitsstatue als auch das One World Trade Center hier mit drauf und das ist eine Perspektive, die man nicht sonderlich oft hat und von daher bin ich doch relativ stolz auf dieses Bild. So. Wir wollen uns ja um die Mittelkontraste kümmern und generell, wie man die Mitteltöne ansprechen kann. Ich möchte jetzt erstmal das Bild hier generell ein bisschen entwickeln. Ich werde also hier die Lichter noch so ein bisschen runterdrehen, damit wir hier auch gerade die Lichter hier an der Freiheitsstatue noch so ein bisschen recovern können. So ein bisschen Tiefen aufhellen, auch nicht zu viel. Einen kleinen Weißpunkt hier setzen vielleicht und auch den Schwarzpunkt hier so ein kleines bisschen. Ich drücke dabei diesmal übrigens nicht die Alt-Taste, sondern das mache ich jetzt wirklich hier tatsächlich nach Gefühl. Ich werde als nächstes mal hier, weil mich das tierisch stört, ich sehe hier richtig, wie das ganze Foto so ein bisschen gewölbt ist. Deswegen werde ich jetzt hier als nächstes mal die Objektivkorrekturen, also die Profilkorrekturen hier anwenden und auch chromatische Aberration entfernen. Und ich glaube, ich gehe jetzt hier auch mal in die Upright-Funktion rein und klicke hier mal auf Auto. Ja, so ein kleines bisschen hat das Bild nämlich gekippt. Nicht viel, aber so ein kleines bisschen. Jetzt ist es deutlich besser. Okay, gehen wir zurück in die Grundeinstellung. Ich finde, es ist auch insgesamt ein bisschen zu magenta-lastig. Deswegen drehe ich das Magenta hier auch noch so ein bisschen raus. Und ein kleines bisschen mehr Wärme ins Bild. Ja, da bin ich mir noch unsicher, ob ich es kühler oder wärmer machen möchte. Vielleicht lasse ich es doch ein bisschen kühler hier. Ungefähr so, ja, nicht zu grün, aber hier so vielleicht die Tonung auf -2 ungefähr. Das, denke ich mal, sieht schon ganz gut aus. Insgesamt ein bisschen mehr Belichtung rein, so +0,3 ungefähr. Und dann packen wir noch ein bisschen Klarheit hier mit dazu, ungefähr +20. Ein bisschen Dunst entfernen kann auch noch mit dazu. So. Soweit sieht das ja schon ganz gut aus. Wir haben jetzt hier zum Glück rechts und links keine Ausschläge hier im Histogramm. Bedeutet, wir können hier tatsächlich den Schwarzwert, naja, okay, jetzt kommt hier die erste Warnung und den Weißwert, den können wir vielleicht hier auch noch so ein bisschen hochdrehen. Perfekt. Jetzt haben wir hier sehr, sehr guten Kontrast schon mal im Bild drin. Und was ich dir jetzt zeigen möchte, ist, wie kann ich jetzt Kontrast in den Mitteltönen aufbauen? Und das in Lightroom. Normalerweise haben wir halt immer gesagt, ja, man muss Photoshop dafür benutzen, Luminanzmasken und so weiter, relativ kompliziert. Aber ich möchte dir einen Weg zeigen, wie das auch in Lightroom funktioniert. Ich möchte dir ganz kurz einmal zeigen und dafür werde ich jetzt mal eine virtuelle Kopie hier davon anlegen, von diesem Bild. Ich werde jetzt hier also einmal virtuelle Kopie. So, und ich möchte dir jetzt einmal das Ganze zeigen, wenn ich jetzt hier einfach den Kontrast hochdrehen würde und ich drehe den jetzt mal wirklich auf +100, dann siehst du schon, was hier passiert. Ja, also wir kriegen hier sehr, sehr viel Kontrast rein und vor allem haben wir jetzt hier einen sehr großen Ausschlag in den Schwarztönen und auch hier in den Weißtönen. Jetzt machen wir das Ganze mit der anderen Version mal etwas anders und hier werden wir jetzt nämlich nur den Kontrast in den Mitteltönen aufbauen.
Ich habe ja hier von Luminanzmasken gesprochen und Luminanzmasken kann man auch in Lightroom erstellen. Und dafür werde ich jetzt mir hier einfach mal einen Pinsel nehmen. Mit gedrückter Alt-Taste oder Option-Taste werde ich das Ganze jetzt hier erstmal zurücksetzen. Ich habe also hier einen Pinsel ohne automatisch maskieren, Fluss 100, weiche Kante, ja, ist eigentlich vollkommen egal, denn wir malen sowieso einmal hier über das gesamte Bild rüber. Also ein sehr, sehr großer Pinsel, einmal hier komplett rüber malen. Einmal hier komplett überall drüber. Ich kann mir jetzt hier auch einmal die Überlagerung für die ausgewählte Maske anzeigen lassen, damit ich weiß, okay, ich habe wirklich überall drüber gemalt. Das ist der Fall. Und jetzt kann ich hier mir den Kontrast aufbauen. Vorher aber möchte ich mir hier die Bereichsmaske einstellen. Und hier gehe ich auf Luminanz. Und jetzt kann ich mir hier meine Luminanzmaske bauen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte den Kontrast in den Mitteltönen aufbauen. Bedeutet, ich möchte die dunklen und die hellen Bildbereiche davon ausschließen. Ich werde mir jetzt hier mal die Luminanzmaske anzeigen lassen. Ja, sieht man jetzt hier, ist komplett da. Und wenn ich jetzt hier mal den Bereich ganz unten auf 25 stelle, dann habe ich meine ganz dunklen Bildbereiche hier nicht mehr drin. Und wenn ich jetzt hier oben meine hellen Bildbereiche auf 75 stelle, dann habe ich auch die außen vor gelassen. Und das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt hier die Luminanzmaske mal wieder deaktiviere hier, also die Anzeige rausnehme und jetzt mal den Kontrast hier hochdrehe auf 100, dann siehst du hier ein komplett anderes Ergebnis. Dann haben wir hier einen richtig tollen und schönen Kontrast drin. Und im Gegensatz dazu das andere Bild, das sieht doch schon relativ übertrieben aus. Jetzt mal hier ein ganz kurzes Vorher-Nachher. Der Kontrast auf 100 in den Mitteltönen. Ohne Kontrast in den Mitteltönen. Mit Kontrast in den Mitteltönen. Man kann jetzt natürlich gucken, ob man den Kontrast hier nochmal ein bisschen zurücknimmt. Aber eigentlich jetzt mal für den direkten Vergleich. Ich klicke jetzt hier mal auf Fertig. Für den direkten Vergleich. Kontrast nur in den Mitteltönen und Kontrast generell. Und da muss ich sagen, das sieht doch schon richtig gut aus, wenn wir das Ganze hier nur in den Mitteltönen anwenden. Da haben wir ein wesentlich natürlicheres Ergebnis und da kann man den Kontrast auch wirklich richtig schön hochhauen. Vielleicht nehme ich das ganze Bild jetzt hier in der Belichtung noch mal ein bisschen weiter nach oben und nehme dafür die Lichter hier noch mal so ein bisschen weiter raus. Ja, die Weißwerte vielleicht auch ein kleines Stück noch zurück. Und dann haben wir hier ein richtig tolles Ergebnis. Ich würde sogar insgesamt die Sättigung noch ein kleines Stück rausdrehen. Denn wir bauen natürlich trotzdem Sättigung auch wenn wir nur in den Mitteltönen den Kontrast aufbauen. Aber wie gesagt, insgesamt würde ich behaupten, dass wir hier ein wesentlich besseres Ergebnis bekommen, wenn wir tatsächlich nur den Kontrast in den Mitteltönen aufbauen, anstatt den Kontrast generell. Da können wir wesentlich mehr Kontrast auch reinbauen. Und hier, wie gesagt, würde ich das Ganze definitiv weiter zurücknehmen. Ja, hier vielleicht so ein Kontrast von 30 ungefähr. Sieht noch ganz gut aus. Aber ich finde trotzdem, insgesamt haben wir hier ein besseres Ergebnis mit dem Kontrast in den Mitteltönen. Das kann man jetzt hier noch ein bisschen weiterführen. Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel mal hier noch einen Pinsel reinmalen. Ein bisschen kleiner die Pinselspitze. Könnte man jetzt hier noch so ein bisschen das morgendliche Rot noch so ein bisschen betonen zum Beispiel. Einfach hier nochmal so ein bisschen rüber malen. Und dann vielleicht so ein bisschen die Farbtemperatur hier noch mit reingeben, ein bisschen Tonung hier noch mit reingeben, einfach damit wir hier die Farbigkeit in dem Bild noch so ein bisschen besser hervorheben. Jetzt könnte man auch in die HSL-Tabelle hier nochmal reingehen und vielleicht auch den Farbton von dem Blau hier noch so ein bisschen mehr so Richtung Aquamarin schieben, das Aquamarin vielleicht auch noch so ein bisschen weiter Richtung Grün. Und dann kriegen wir hier noch so ein bisschen Farbigkeit ins Bild, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und am Ende einfach hier nochmal die Details ein bisschen ins Bild bringen. Standardwert hier den Betrag auf 80 stellen. Das Ganze ein bisschen mit gedrückter Maustaste, mit gedrückter Alt-Taste hier ausmaskieren. Und dann haben wir hier schon ein super Ergebnis, wie ich finde. Das kann man eigentlich so schon fast direkt an die Wand hängen. Natürlich ist es auch möglich, dass wir jetzt hier nochmal den Pinsel aktivieren, hier nochmal in die Mitteltöne reingehen. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel neben dem Kontrast auch noch weiter Sachen reinbringen, wie zum Beispiel hier noch so ein bisschen Klarheit, ja, oder auch noch ein bisschen Struktur, wobei ich die Struktur jetzt hier außen vor lassen würde. Aber so ein bisschen Klarheit hier kann auch in den Mitteltönen nicht schaden. Dadurch haben wir hier gerade in der Skyline nochmal einen richtig schönen Boost in dem Bild drin. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wie gesagt, schau auf meinem Online-Store vorbei, denn ab heute gibt es das neue Videotraining zu Lightroom. Lightroom einfach und schnell lernen, Teil 2 für Fortgeschrittene. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen auf meinem Online-Store auch begrüßen kann. Und ansonsten sage ich jetzt bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.